Wir machen eine Menge Sachen in OER. Wir haben die MOOCs natürlich als Vorzeigeprojekt auf Moin, die wir versuchen, fast alle in OER, CC BY-Lizenz zu veröffentlichen. Wir haben aber auch schon seit langem, fördern wir solche Sachen wie den Schuhbuchomaten. Wir machen bei L3T mit. Wir haben das OER-Festival 16 gefördert. Und YouTube-Kanäle, wir haben Wissensmedia-Preis bekommen. Also wir machen OER schon seit Jahren. Warum machen wir es? Weil wir es können. Moin ist unsere fantastisch nordische, schöne MOOC-Plattform. Da bieten wir die Kurse an, die MOOCs an, zum Beispiel das digitale Ich, Netzwerksicherheit etc. Kann jeder vorbeischauen. Die meisten MOOCs, die wir machen, sind dort auch OER. Wir haben das Glück, wir haben gute Anträge gestellt. Und das sind Förderprojekte und wird wie die normale Bildung auch vom Staat gefördert. Bildung für alle. Umsonst. Wir können das schön am Beispiel vom Chör 16 sehen. Der Chör 16 wurde von Österreich gemacht. Wir nutzen ihn jetzt und bieten den MOOC auf zwei Plattformen an. Der Chör 17 könnte in der Schweiz angeboten werden ohne uns. Wir bieten die MOOCs als OER an, weil wir wollen, dass diese Materialien weiter genutzt werden, dass sie remixed werden und dass sie nachhaltig sind. Und dadurch, und das wissen wir, sind sie transparenter und dadurch in der Qualität besser. Wir können das oft nicht beeinflussen, was auf Moin ist. Das kommt auf die Projektpartner an, auf die Materialien, die vorliegen, ob wir die Rechte immer kriegen. Wir können nicht alles selbst produzieren. Wir versuchen es immer zu machen, aber es gibt auch viele Einwände und gute Argumente, warum wir es nicht machen können. Ein schönes Beispiel ist der MOOC Deutsch für Araber. Das ist ein MOOC, der jetzt mal wie von Volkshochschulen adaptiert werden könnte, der in anderen Szenarien auch für Schulangebote genutzt werden könnte. Der könnte remixed werden, der könnte aktualisiert werden. Wir konkret machen jetzt gerade eine Partnerschaft mit einem Sprachanbieter und versuchen, diesen MOOC ein zweites Mal anzubieten, unter einer vielleicht gesponserten Version. OER macht diese Szenarien einfach alles möglich.